Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir uns noch einmal die Lagerkennzahlen anschauen werden. Nochmal bedeutet, ihr findet schon einige Videos dazu in meinem Kanal. Dieses Video ist nur noch mal dafür da, um euch schnell die einzelnen Lagerkennzahlen zu erklären. Das heißt, hier geht es jetzt ganz schnell, so kurz wie möglich. Wenn ihr Hintergrundinformationen benötigt, dann schaut euch die entsprechenden längeren Videos in meinem Kanal dazu an. Da wird euch nochmal alles erklärt, warum man das Ganze lernen muss, welche Hintergründe es gibt, wofür man die Lagerkennzahlen benötigt. Gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Viel Spaß! Bevor wir uns die Lagerkennzahlen genauer anschauen, legen wir jetzt erst einmal fest, was man unter Lagerkennzahlen eigentlich versteht. Kennzahlen dienen grundsätzlich zunächst einmal zur Darstellung betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge. Die Lagerkennzahlen werden uns also dabei helfen, die Zusammenhänge im Lager besser zu verstehen. Nun gibt es in der Betriebswirtschaftslehre verschiedene Kennzahlen. Die Lagerkennzahlen, die wir uns gleich genauer anschauen, sind sogenannte Beziehungszahlen. Das bedeutet, mit Hilfe der Lagerkennzahlen werden sogenannte absolute Daten in ein Verhältnis gesetzt. Das hört sich jetzt alles ein bisschen theoretisch an, ihr werdet aber gleich sehen, dass Lagerkennzahlen immer aus einem Quotienten, also aus einem Bruch bestehen. Vereinfacht gesagt, hier werden also zwei absolute Zahlen in ein Verhältnis gesetzt. Das könnt ihr euch ja jetzt schon mal an dieser Stelle merken. Allein die Berechnung dieser Lagerkennzahlen hat an sich jedoch keinen Wert. Die Lagerkennzahlen dienen nämlich, wie gesagt, dazu, die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge darzustellen. Man nutzt die Lagerkennzahlen also, um die wirtschaftlichen Bedingungen im Lager zu analysieren. Kurz gesagt werden die Lagerkennzahlen also benötigt, um Veränderungen herbeizuführen. Und das Ganze sollte dann zielgerichtet stattfinden. Das solltet ihr jetzt immer im Hinterkopf haben, aber das erkläre ich euch bei jeder einzelnen Kennzahl nochmal genauer. Um die Lagerkennzahlen später genauer analysieren zu können, muss man zunächst einmal bestimmte Fachbegriffe kennen. Ein wichtiger Fachbegriff im Bereich Lagerwesen ist der Mindestbestand, der dann auch eiserne Reserve genannt wird. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass Unternehmen einen Mindestbestand festlegen, um mit Hilfe der gelagerten Güter die Versorgung sicherzustellen. Das ist ja eine wichtige Aufgabe eines jeden Lagers. Jetzt erkennt ihr, dass dieser Mindestbestand nur in Ausnahmefällen genutzt werden kann. Dafür ist er ja schließlich angelegt worden. Unternehmen müssen die Höhe des Mindestbestandes dann für jeden Artikel im Lager festlegen. Hierzu verwendet man folgende Formel. Man rechnet den durchschnittlichen Tagesverbrauch mal den sogenannten Sicherheitszuschlag in Tagen. Bei einem bestimmten Lagergut wird dann also zunächst einmal ermittelt, wie hoch der durchschnittliche Tagesverbrauch ist. Das bedeutet dann, wie viel Stück werden eigentlich im Durchschnitt am Tag aus dem Lager entnommen. Um den durchschnittlichen Tagesverbrauch zu berechnen, teilt man den Jahresverbrauch in Stück durch 360 Tage. In unserem Beispiel wurden vom gelagerten Artikel dann also 18.000 Stück pro Jahr verbraucht. Wenn man jetzt das Ganze durch die 360 Tage des Jahres teilt, ergibt sich der durchschnittliche Tagesverbrauch von 50 Stück pro Tag. An dieser Stelle ist euch vielleicht aufgefallen, dass man das Jahr mit 360 Tagen gleichsetzt. Normalerweise hat das Jahr ja 365 Tage. Warum rechnet man jetzt mit 360? Das liegt daran, dass man bei den Lagerkennzahlen später häufig das Jahr mit 360 Tagen aus Vereinfachungsgründen festlegt. Und jetzt erkennt ihr schon, dass es also wichtig ist, dass man sich zunächst einmal darauf einigt, wie viele Tage man für ein Jahr ansetzt. So kann es in der Praxis also auch sein, dass man hier durch 365 Tage teilt. Das muss man dann vorher festlegen. Den Sicherheitszuschlag kann man dann zum Beispiel aufgrund der Erfahrung in der Vergangenheit bestimmen. Unternehmen verwenden hierfür also Daten aus der Vergangenheit. Abhängig davon, welche Vorkommnisse in der Vergangenheit also dazu geführt haben, dass es zum Beispiel zu Verzögerungen im Beschaffungsvorgang gekommen ist, wird der Sicherheitszuschlag festgelegt und bestimmt. In unserem Beispiel soll der durchschnittliche Tagesverbrauch 50 Stück pro Tag betragen und der Sicherheitszuschlag wird mit 5 Tagen festgelegt. In diesem Fall beträgt der Mindestbestand dann 250 Stück. Kommen wir nun zum nächsten wichtigen Begriff, nämlich dem Meldebestand. Dies ist ein wichtiger Begriff im Zusammenhang mit dem sogenannten Bestellpunktverfahren. Wenn ihr nicht genau wisst, was man hierunter versteht, dann schaut euch das entsprechende Video in meinem Kanal dazu an. Beim Meldebestand geht es im Grunde genommen darum, einen Bestand in Stück festzulegen, bei dem eine Neubeschaffung im Lager ausgelöst wird. Die Formel hierzu lautet Mindestbestand plus, in Klammern, durchschnittlicher Tagesverbrauch mal Beschaffungszeit. Eine wichtige Rolle bei dieser Formel spielt dann offensichtlich die Beschaffungszeit. Dies ist der Zeitraum für den sogenannten Beschaffungsvorgang und dieser setzt sich zusammen aus der Bestell- und der Lieferzeit. Die Bestellzeit beginnt mit der Erreichung des Meldebestandes. Im Lager wird der Meldebestand erreicht und der Bedarf des Artikels wird dann an den Einkauf weitergeleitet. Dann beginnt die Arbeit im Einkauf. Es werden also mögliche Lieferanten gesucht, es werden Angebote verglichen und dann der Kaufvertrag mit dem entsprechenden Lieferanten abgeschlossen.
Nun beginnt die Lieferzeit. Das bedeutet, dass mit dem Lieferanten jetzt ein Kaufvertrag abgeschlossen wurde und der Artikel geliefert werden muss. Die Lieferzeit ist dann abgeschlossen, sobald der Artikel das Lager erreicht hat und er im Lager eingelagert wurde. Wenn wir später die Lagerkennzahlen analysieren, solltet ihr unbedingt die beiden Begriffe, also die Bestell- und die Lieferzeit, kennen. Die spielen nämlich später nochmal eine wichtige Rolle. Bezogen auf unser Beispiel ergibt sich folgender Meldebestand. Wir haben ja eben einen Mindestbestand von 250 Stück berechnet. Der Tagesverbrauch beträgt 50 Stück pro Tag. Nun nehmen wir einmal an, dass die Bestellzeit 5 Tage und die Lieferzeit 10 Tage beträgt. Für unseren Artikel ergibt sich dann ein Meldebestand von 1000 Stück. Jetzt erkennt ihr sicher aus dem Zusammenhang, dass die Höhe des Meldebestandes natürlich abhängig von der Beschaffungszeit ist. Je höher die Beschaffungszeit, desto höher ist auch der Meldebestand. Dieser Zusammenhang wird später bei den Lagerkennzahlen noch ganz wichtig, deswegen merkt euch das bitte an dieser Stelle. Mit diesem Vorwissen können wir nun die erste Lagerkennzahl ermitteln. Und das ist der sogenannte durchschnittliche Lagerbestand. Wie man aus dem Begriff schon erkennt, wird hier der Bestand, der durchschnittlich im Lager vorhanden ist, berechnet. Nun müsst ihr zunächst einmal beachten, dass es zur Berechnung des durchschnittlichen Lagerbestandes mehrere Formeln gibt. So lautet die erste Formel Anfangsbestand plus Endbestand durch 2. Wie ihr sicher erkennt, handelt es sich hierbei um eine sehr vereinfachende Formel. Nehmen wir also mal an, der Anfangsbestand würde 5000 Stück und der Endbestand 6000 Stück betragen. Es ergäbe sich dann ein durchschnittlicher Lagerbestand von 5500 Stück. Wie gesagt, hierbei handelt es sich natürlich um eine sehr vereinfachende Formel. In der Praxis wird diese Formel verwendet, wenn im Unternehmen keine anderen Daten über den Lagerbestand vorliegen. So könnte es zum Beispiel in Prüfungen und Klassenarbeiten sein, dass ihr zum Beispiel ein solches Warenbestandskonto erhaltet. Wer sich ein bisschen mit Buchführung auskennt, der weiß, dass man aus solch einem Konto den Anfangs- und den Endbestand entnehmen kann. Bezogen auf unser Beispiel würde sich dann ein durchschnittlicher Lagerbestand von 11.000 Euro ergeben. Jetzt habt ihr vielleicht schon erkannt, dass man den durchschnittlichen Lagerbestand mal in Stück und mal in Euro berechnen kann. Auch auf diese Besonderheit solltet ihr im Folgenden achten. Eine weitere, etwas genauere Formel zur Berechnung des durchschnittlichen Lagerbestands ist dann Anfangsbestand plus 12 Monatsendbestände durch 13. Jetzt erkennt ihr, dass diese Formel schon etwas genauer ist als die Formel, die wir uns eben angeschaut haben, allein deshalb, weil ihr hier schon mehrere Daten eingehen. In der Praxis wird diese Formel immer dann verwendet, wenn ihr über mehr Informationen als nur den Anfangs- und den Endbestand verfügt. In Klassenarbeiten und Prüfungen könnte man euch zum Beispiel solch eine Lagerbestandsdatei vorgeben. Aus dieser könnt ihr dann den Anfangsbestand und die jeweiligen Monatsendbestände entnehmen. Ich zeige euch das hier mal beispielhaft. Jetzt müsst ihr also bei einer solchen Aufgabe unbedingt darauf achten, dass ihr die Monatsendbestände aus der Lagerbestandsdatei richtig ablest. Das sieht zunächst einmal ein bisschen kompliziert aus, aber wenn ihr mal genauer hinschaut, so kompliziert ist es dann doch nicht. In unserem Beispiel ergibt sich dann ein durchschnittlicher Lagerbestand von 500 Stück. Nun gibt es noch eine dritte Formel zur Berechnung des durchschnittlichen Lagerbestands. Diese lautet dann Mindestbestand plus Bestellmenge durch 2. Hier müsst ihr jetzt ein bisschen darauf achten, dass diese Formel zunächst einmal nur unter bestimmten Bedingungen überhaupt angewendet werden kann. Bei dieser Formel wird nämlich unterstellt, dass die jeweiligen Bestellmengen des Jahres immer konstant hoch sind. Dieser Sonderfall kann bei einigen Artikeln im Lager natürlich auftreten. Des Weiteren solltet ihr hier beachten, dass natürlich Punktrechnung vor Strichrechnung geht. Berechnet also selber mal, der Mindestbestand soll 500 Stück betragen, die Bestellmenge soll jeweils 10.000 Stück betragen und jetzt rechnet mal selber aus, wie hoch der durchschnittliche Lagerbestand ist. Das ergibt sich dann logischerweise als Ergebnis 5.500 Stück. Jetzt hatte ich euch ja zu Beginn des Videos erklärt, dass die Berechnungen der Lagerkennzahlen kein Selbstzweck sind. Ihr solltet also zumindest schon ein bisschen verstehen, warum ihr solche Lagerkennzahlen überhaupt berechnet. Ich zeige euch das jetzt mal beim durchschnittlichen Lagerbestand. Grundsätzlich gilt, dass der durchschnittliche Lagerbestand so niedrig wie möglich sein sollte. Das ergibt sich daraus, weil folgende Zusammenhänge gelten. Je niedriger der Lagerbestand, desto geringer fallen die Lagerkosten aus. Das ist irgendwo logisch, weil ihr könnt euch sicher vorstellen, je mehr Güter gelagert werden, desto höher sind die entsprechenden Lagerkosten. Welche Lagerkosten das konkret sein können, das erfahrt ihr in einem gesonderten Video in meinem Kanal. Ein weiterer wichtiger Zusammenhang ist, je niedriger der Lagerbestand, desto niedriger ist das sogenannte Lagerrisiko. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass das Lagern von Gütern natürlich ein gewisses Risiko birgt. So können die gelagerten Güter zum Beispiel veralten oder gestohlen werden. Und natürlich gilt dann, je mehr man lagert, desto höher fällt dieses Risiko aus. Jetzt erkennt ihr also den Zusammenhang, je niedriger der durchschnittliche Lagerbestand, desto niedriger ist auch das Lagerrisiko. Das Ziel eines Unternehmens sollte es also sein, den durchschnittlichen Lagerbestand möglichst niedrig ausfallen zu lassen.
Jetzt muss man aber beachten, dass jeder Vorteil auch immer einen Nachteil hat. Denn zu niedrige Lagerbestände verschlechtern dann logischerweise die Versorgungssicherheit des Lagers, also eine wichtige Funktion, die das Lager übernimmt. In der Praxis ist es also so, dass ein Unternehmen den durchschnittlichen Lagerbestand möglichst optimal festlegen sollte. Ich habe euch hier mal die Möglichkeiten zur Verringerung des durchschnittlichen Lagerbestands aufgelistet. Ihr habt ja eben gelernt, was man unter dem Mindestbestand bei einem Lager gut versteht. Wenn es einem Unternehmen also gelingt, den Mindestbestand zu senken, dann verringert sich dadurch häufig auch automatisch der durchschnittliche Lagerbestand. Jetzt habt ihr aber eben gesehen, welche Bedeutung der Mindestbestand hat. Und jetzt erkennt ihr, je niedriger der Mindestbestand, desto höher ist auch das Risiko von Fehlmengen. Das hängt damit zusammen, dass das Lager dann die Versorgungssicherheit nicht mehr garantieren kann. Das ist irgendwo logisch, denn je weniger man als sogenannten Sicherheitsbestand im Lager bevorratet, desto größer ist das Risiko, dass dann entsprechende Mengen im Lager fehlen, wenn etwas Unplanbares oder Unvorhergesehenes im Rahmen der Beschaffung erfolgt. Weitere Ansatzpunkte zur Verringerung des durchschnittlichen Lagerbestands sind die Verringerung der Bestellmengen und die Senkung der Lagerkapazität. Im ersten Punkt bestellt das Unternehmen also regelmäßig weniger als vorher. Und im zweiten Punkt wird die maximal mögliche Menge, die man von einem Gut lagern kann, verringert. Beides hat dann zur Folge, dass der durchschnittliche Lagerbestand sich verringert. Gleichzeitig führt dies aber negativ dazu, dass die Beschaffungskosten ansteigen. Und eine vierte Möglichkeit zur Verringerung des durchschnittlichen Lagerbestands besteht darin, dass ein Unternehmen den Beschaffungsvorgang optimiert. Auch das ist wieder logisch und bedeutet in der Praxis, dass zum einen der Beschaffungsvorgang verkürzt und die unplanbaren Ereignisse im Zusammenhang mit der Belieferung verringert werden. Konkret bedeutet dies zum Beispiel, dass Lieferanten möglichst schnell und dann natürlich auch pünktlich die Artikel, die bestellt wurden, liefern. Und jetzt erkennt ihr natürlich, dass das Ganze dazu führt, dass die Abhängigkeit von Lieferanten steigt. Dieser Gegenüberstellung könnt ihr also jetzt entnehmen, dass die Verringerung des durchschnittlichen Lagerbestands natürlich Vorteile, aber auch einige Nachteile hat. Wenn ihr also nachher die Lagerkennzahl für den durchschnittlichen Lagerbestand berechnet und zum Beispiel Vergangenheitswerte vergleicht, könnt ihr diese Gegenüberstellung zur Analyse nutzen. Kommen wir dann gleich zur zweiten Lagerkennzahl, nämlich der Umschlagshäufigkeit. Diese gibt an, wie häufig der durchschnittliche Lagerbestand pro Jahr verbraucht wird. Jetzt müsst ihr bei dieser Formel bitte genau auf die Definition achten. Es geht nämlich hier um den sogenannten durchschnittlichen Lagerbestand, den wir ja gerade eben berechnet haben. Bei der Umschlagshäufigkeit geht es also um das Verhältnis zwischen dem Jahresverbrauch und dem durchschnittlichen Lagerbestand. Und genauso sieht dann auch die Formel aus. Man teilt den durchschnittlichen Jahresverbrauch durch den durchschnittlichen Lagerbestand. In unserem Beispiel könnte das also so sein, dass das Unternehmen zum Beispiel 12.500 Stück pro Jahr verbraucht und der durchschnittliche Lagerbestand, den wir ja eben bereits berechnet haben, 500 Stück beträgt. Es ergibt sich dann eine Umschlagshäufigkeit von 25. An dieser Stelle solltet ihr erstmal beachten, dass die Umschlagshäufigkeit keine Einheit hat. Es geht ja darum, dass ihr berechnet, wie häufig der durchschnittliche Lagerbestand pro Jahr verbraucht wurde. In unserem Beispiel wären das also 25 Mal. In Klassenarbeiten und Prüfungen könnte man euch dann zum Beispiel ein solches Warenbestandskonto vorgeben und das entsprechende Konto Aufwand für Waren. Aus dieser Vorgabe sollt ihr jetzt die Umschlagshäufigkeit berechnen. Hierzu müsst ihr zunächst einmal den durchschnittlichen Lagerbestand ermitteln. In unserem Beispiel wären das logischerweise 11.000 Euro. Denkt dran, Anfangsbestand plus Endbestand durch 2. Dann müsst ihr erkennen, dass der Aufwand für Ware gleichzeitig der Einsatz der Ware pro Jahr ist. Für die Ware ergibt sich also ein Jahresverbrauch von 275.000 Euro. Und auch in diesem Fall ergibt sich dann eine Umschlagshäufigkeit von 25 Mal. Das sieht jetzt hier vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber wenn ihr es selber mal durchdenkt, erkennt ihr, wie einfach es im Grunde genommen ist. Nun könnte es aber in einer Klassenarbeit oder in der Prüfung auch vorkommen, dass ihr die Umschlagshäufigkeit mit Hilfe dieser Lagerbestandsdatei ermitteln müsst. Eure Aufgabe besteht also zunächst einmal darin, den Jahresverbrauch mit Hilfe dieser Daten zu ermitteln. Wenn ihr euch diese Lagerbestandsdatei jetzt genauer anschaut, könnte man zum Beispiel den Jahresverbrauch ermitteln, indem man alle Abgänge, die in dieser Datei ausgewiesen sind, zusammenrechnet. Das wäre durchaus möglich und auch richtig. Aber sicher wird euch schnell klar, dass dies sehr aufwendig und natürlich fehleranfällig ist. Man kann jetzt den Jahresverbrauch aber auch viel einfacher ermitteln. Hierzu nehmt ihr den Anfangsbestand, rechnet die Zugänge hinzu und zieht dann den Endbestand ab. Diese Art der Berechnung wirkt jetzt für euch vielleicht etwas komisch. Tatsächlich ergibt sich der Jahresverbrauch aber logischerweise aus dem Anfangsbestand, den Mengen, die über das Jahr hinweg hinzugekommen sind, abzüglich des Bestandes, der noch am Ende des Jahres vorhanden ist. Wenn ihr euch das Ganze mal durchdenkt, dann ist das wirklich logisch.
Und diese Formel hat dann noch einen weiteren Vorteil, man muss nämlich nicht so viel rechnen. Deswegen solltet ihr euch diese Formel unbedingt merken. Bezogen auf unser Beispiel ergibt sich dann ein Jahresverbrauch in Höhe von 4.100 Stück. Ihr könnt das ja selber mal durchrechnen. Bezogen auf diesen Lagerbestand ergibt sich dann eine Umschlagshäufigkeit von 8,2 Mal. Nun kennt ihr ja die Formel für die Umschlagshäufigkeit. Durch Umstellung dieser Formel könnt ihr dann in Klassenarbeiten und Prüfungen auch zum Beispiel den durchschnittlichen Lagerbestand berechnen. Hierzu müsst ihr die ursprüngliche Formel einfach nur mathematisch umwandeln. Weil das für einige von euch ein bisschen kompliziert ist, habe ich euch das hier mal vorgegeben. Wenn ihr also zum Beispiel in einer Aufgabe den Jahresverbrauch und die Umschlagshäufigkeit vorgegeben habt, dann könnt ihr mit Hilfe dieser Daten den durchschnittlichen Lagerbestand berechnen. Wie bei der Lagerkennzahl zur Ermittlung des durchschnittlichen Lagerbestandes ist es auch bei der Umschlagshäufigkeit nun so, dass ihr das berechnete Ergebnis vielleicht analysieren müsst. Grundsätzlich gilt jetzt die Regel, die Umschlagshäufigkeit sollte möglichst hoch sein. Dies ergibt sich aus dem Zusammenhang, je höher die Umschlagshäufigkeit, desto geringer ist die durchschnittliche Lagerdauer und desto schneller erfolgt der Kapitalrückfluss. Auch das sieht jetzt zunächst einmal etwas kompliziert aus. Wenn ihr die Formel zur Umschlagshäufigkeit jedoch verstanden habt, dann erkennt ihr sicher, dass je höher die Umschlagshäufigkeit ist, desto geringer ist die Dauer, die der Artikel auf Lager liegt. Jetzt könnt ihr euch sicher vorstellen, dass es im Interesse von Unternehmen ist, dass diese Lagerdauer möglichst kurz ausfällt. Das Lagergut soll möglichst wenig Zeit im Lager verbringen. Unternehmen sind also daran interessiert, dass die Umschlagshäufigkeit bei jedem Artikel möglichst hoch ist. Wenn ihr jetzt verstanden habt, dass die Artikel eingekauft und gelagert werden und dass die Lagerdauer dann möglichst kurz sein muss, dann erkennt ihr ja sicher den Zusammenhang, dass zum Beispiel aus Fertigungsmaterial Fertigerzeugnisse hergestellt werden und die dann an den Kunden verkauft werden. Wenn es sich bei dem Lagergut um eine Ware handelt, gilt der gleiche Zusammenhang. Ware wird ja vom Lieferanten eingekauft, kurzzeitig gelagert und dann an Kunden verkauft. Und hieraus ergibt sich dann auch der Zusammenhang mit dem Kapitalrückfluss. Denn je kürzer die Lagerdauer ist, desto schneller erfolgt ja der Verkauf an die Kunden, die das Gut dann entsprechend bezahlen. Und dies versteht man dann unter dem Kapitalrückfluss. Ziel von Unternehmen ist es also, die Umschlagshäufigkeit beim Artikel, der gelagert wird, zu erhöhen. Aber wie immer können positive Maßnahmen auch negative Folgen haben. Da sich die Umschlagshäufigkeit ja aus dem Verhältnis zwischen Jahresverbrauch und durchschnittlichem Lagerbestand ergibt, liegen euch also die Ansätze zur Erhöhung der Umschlagshäufigkeit vor. Da der Jahresverbrauch in der Regel vom Unternehmen kaum beeinflusst werden kann, setzt man beim durchschnittlichen Lagerbestand an. Und um die Umschlagshäufigkeit zu erhöhen, muss der durchschnittliche Lagerbestand logischerweise verringert werden. Das ergibt sich aus der Formel zur Berechnung der Umschlagshäufigkeit. Nun müsst ihr beachten, dass alle Maßnahmen zur Verringerung des durchschnittlichen Lagerbestands ja wiederum negative Folgen haben. Und diese habe ich euch ja eben bereits aufgeführt. Bei jeder konkreten Maßnahme, die ihr also vorschlagt, um die Umschlagshäufigkeit zu erhöhen, müsst ihr immer beachten, dass dies unter Umständen auch negative Folgen für das Unternehmen haben kann. Kommen wir dann also schon zur dritten Lagerkennzahl, nämlich der durchschnittlichen Lagerdauer. Diese gibt an, wie viele Tage ein Stück im Durchschnitt im Lager liegt. Die Formel lautet dann 360 Tage durch Umschlagshäufigkeit. An dieser Stelle müsst ihr wieder beachten, dass hier das Jahr aus Vereinfachungsgründen mit 360 Tagen gleichgesetzt wird. Wenn ihr bei der Berechnung des durchschnittlichen Lagerbestands zum Beispiel 365 Tage, also taggenau gerechnet habt, dann müsst ihr hier auch 365 Tage in der Formel ansetzen. Wie gesagt, das muss dann aber vorher abgeklärt werden. In Prüfungen und Klassenarbeiten könnt ihr dies aber in der Regel aus der Aufgabenstellung entnehmen. So findet ihr in den Aufgaben dann zum Beispiel den Hinweis, dass jeder Monat grundsätzlich mit 30 Tagen und das Jahr mit 360 Tagen gerechnet wird. Alternativ könntet ihr auch die Vorgabe der taggenauen Berechnung vorfinden. Achtet also auf diesen Unterschied. Da wir ja eben in unserem Beispiel eine Umschlagshäufigkeit von 25 berechnet haben, ergibt sich dann eine logische Lagerdauer von 14,4 Tagen. Das bedeutet also, dass im Durchschnitt jeder Artikel im Lager 14,4 Tage liegt, bevor er das Lager wieder verlässt. Auch diese Formel zur Berechnung der durchschnittlichen Lagerdauer könnt ihr jetzt wieder mathematisch umformen. Ich zeige euch hier mal die möglichen Umformungen. Wenn ihr also in der Aufgabe zum Beispiel die durchschnittliche Lagerdauer vorgegeben bekommt und ihr sollt die Umschlagshäufigkeit berechnen, dann rechnet ihr einfach 360 durch Lagerdauer. Wird euch in einer Aufgabe der Jahresverbrauch und der durchschnittliche Lagerbestand vorgegeben und sollt ihr dann die durchschnittliche Lagerdauer berechnen, dann könnt ihr rechnen 360 mal Jahresverbrauch durch durchschnittlichen Lagerbestand. Wie gesagt, diese Formeln ergeben sich einfach aus der Umformung der vorher gelernten Formeln.
Und wie bei allen Lagerkennzahlen vorher geht es eigentlich nicht darum, diese Lagerkennzahlen genau zu berechnen, sondern ihr solltet diese auch analysieren können. Natürlich gilt die Regel, dass die Lagerdauer bei Artikeln möglichst niedrig sein soll. Dies ergibt sich dann aus folgenden Zusammenhängen. Je niedriger die Lagerdauer, desto geringer ist das gebundene Kapital. Je niedriger die Lagerdauer, desto schneller erfolgt der Kapitalrückfluss und desto geringer ist das Lagerrisiko. Aber diese logischen Zusammenhänge habt ihr ja eben schon bei der Umschlagshäufigkeit erkannt. Denn es gilt ja, je höher die Umschlagshäufigkeit, desto niedriger ist die Lagerdauer. Unternehmen müssen also versuchen, die Lagerdauer bei Artikeln möglichst zu verkürzen. Diese Maßnahmen zur Verringerung der durchschnittlichen Lagerdauer haben aber dann gegebenenfalls wieder negative Folgen. Wenn ihr jetzt die Formeln verstanden habt, verringert sich die Lagerdauer zum Beispiel dadurch, indem man den durchschnittlichen Lagerbestand verringert. Dass alle Maßnahmen zur Verringerung des durchschnittlichen Lagerbestandes jedoch negative Folgen haben können, das haben wir ja eben bereits erkannt. Eine weitere Möglichkeit zur Verringerung der durchschnittlichen Lagerdauer wäre dann die Optimierung des gesamten Beschaffungsvorgangs. Zu Beginn des Videos haben wir ja bereits gesehen, aus welchen einzelnen Tätigkeiten sich der Beschaffungsvorgang zusammensetzt. Unternehmen müssen also versuchen, hier sämtliche Tätigkeitsschritte zu optimieren. Letztendlich hängen hier jedoch alle Maßnahmen von der Genauigkeit der Prognosedaten ab. Einfach ausgedrückt heißt dies also, dass das Unternehmen über entsprechend genaue Daten verfügen muss. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel erkennen, dass wenn es in der Vergangenheit häufiger mal Lieferungsverzögerungen gegeben hat, dass sich hierdurch natürlich die Lagerbestände erhöhen müssen, zum Beispiel weil der Mindestbestand erhöht werden muss, und dass sich hierdurch automatisch eine Verlängerung der Lagerdauer ergibt. Ihr erkennt also, welche Zusammenhänge hier zu beachten sind. Kommen wir nun zur vierten und letzten Lagerkennzahl. Und diese hat es jetzt auch ein wenig in sich. Deswegen bitte ich euch hier besonders auf die einzelnen Zusammenhänge zu achten. Zunächst einmal geht es bei den Lagerzinsen um sogenannte Opportunitätskosten und das macht das Ganze schon ein bisschen schwierig. Da ich euch ja in diesem Video alles ganz kurz erklären wollte, verweise ich euch auf das entsprechende Video zu den Opportunitätskosten, das ihr in meinem Kanal findet. Vereinfacht gesagt möchte man mit den Lagerzinsen einen Wert berechnen für das im Lager gebundene Kapital. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Lagergüter ja einen Wert haben. Und je länger sie im Lager liegen, desto länger verzichtet das Unternehmen auf alternative Anlagemöglichkeiten für das im Lager gebundene Kapital. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen schwierig und wer genaueres wissen möchte, der sollte sich das entsprechende Video in meinem Kanal dazu anschauen. Im ersten Schritt berechnen wir den sogenannten Lagerzinssatz. Dieser wird berechnet, indem man den Marktzinssatz mit der durchschnittlichen Lagerdauer multipliziert und dann durch 360 teilt. Der Marktzinssatz ist dann hier ein banküblicher Zinssatz für Kapitalanlagen. Dieser wird euch in den Aufgaben vorgegeben. In unserem Beispiel soll dieser Marktzinssatz 5% betragen und bei der errechneten Lagerdauer von 14,4 Tagen ergibt sich dann ein Lagerzinssatz von 0,2%. Wenn ihr euch die Formel genauer anschaut, wird also der Marktzinssatz auf die Verhältnisse im Lager umgerechnet. Die 0,2% stehen dann also für die Verzinsung des Lagerguts bezogen auf die entsprechende Lagerdauer. Mithilfe dieses Lagerzinssatzes können nun die Lagerzinsen berechnet werden. Und diese Formel ist wie gesagt jetzt etwas komplizierter. Man rechnet durchschnittlicher Lagerbestand in Stück mal Einstandspreis mal Lagerzinssatz durch 100. Wie man den durchschnittlichen Lagerbestand berechnet, das habt ihr ja bereits eben gesehen. Wenn euch dieser durchschnittliche Lagerbestand in Stück vorgegeben ist, müsst ihr dieses Ergebnis dann noch mit dem Einstandspreis des Lagerguts multiplizieren. Hierdurch ergibt sich dann der Wert des gelagerten Gutes. Und dann multipliziert ihr das mit dem Lagerzinssatz, den wir ja eben berechnet haben. Bezogen auf unser Beispiel bedeutet das, wir haben einen durchschnittlichen Lagerbestand von 500 Stück, wir unterstellen einen Einstandspreis von 10 Euro pro Stück, multiplizieren das Ganze mit 0,2 und teilen dann durch 100. Dass man durch 100 teilt, liegt daran, dass ja 0,2% angesetzt werden und 0,2% ja 0,2 durch 100 bedeuten. Wir erhalten dann Lagerzinsen von 10 Euro. In diesem Zusammenhang müsst ihr jetzt bitte beachten, dass diese 10 Euro Lagerzinsen sich auf die durchschnittliche Lagerdauer von 14,4 Tagen beziehen. Das heißt also, für das entsprechende Lagergut, das ja im Durchschnitt 14,4 Tage im Lager liegt, entstehen dem Unternehmen 10 Euro Opportunitätskosten. Oder anders ausgedrückt, gehen dem Unternehmen 10 Euro für alternative Zinsanlagen verloren. Nun könnt ihr euch sicher vorstellen, dass das Ziel von Unternehmen ist, diese Lagerzinsen zu verringern. Und die Ansatzpunkte könnt ihr wieder aus den Formeln entnehmen. Der Lagerzinssatz wird zum Beispiel verringert, wenn es dem Unternehmen gelingt, die durchschnittliche Lagerdauer zu verringern. Und niedrige Lagerzinsen ergeben sich zum Beispiel, indem das Unternehmen den durchschnittlichen Lagerbestand verringert.
Welche negativen Folgen diese Maßnahmen jedoch haben können, das habt ihr ja eben bereits gesehen. So, jetzt habt ihr ja gesehen, dass die Berechnung der Lagerkennzahlen eigentlich gar nicht so schwierig ist. Bis auf die Lagerzinsen, die sind ein bisschen komplizierter, aber nun gut. Das Ganze funktioniert natürlich viel einfacher, wenn man es selber mal durchrechnet. Entsprechendes Arbeits- und Übungsmaterial könnt ihr natürlich wie immer kostenfrei unter der bekannten Adresse bei mir anfordern. Dann wird es euch leichter fallen, rechnet selber mal durch, dann werdet ihr sehen, so schwierig sind die Lagerkennzahlen gar nicht. Natürlich würde mich wie immer interessieren, wie euch dieses Video gefallen hat, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Gut, dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.